Hat der Professor mich erschaffen. Ich war das perfekte kleine Mädchen. Süß, stark und unglaublich schlau. Den Teil haben wir schon gehört. Ach so, okay. Ich will mich! Meine Kräfte waren zu gefährlich. Ich zerstörte alles, was ich anfasste. Und wäre ich geblieben, dann... Ich wollte dem Professor nie wieder wehtun. Deshalb ging ich weg an einen Ort, an dem meine Kräfte niemanden gefährden konnten. Auf eine verlassene Insel, bedeckt mit wunderschönem Vulkangestein und saftigen Pflanzen. Ihr kennt sie wahrscheinlich nicht. Die Vogeldreckinsel. Diese Insel wurde mein Zuhause. Und es machte nichts, dass ich meine Kräfte nicht kontrollieren konnte. Denn ich war ganz allein. Allerdings blieb ich nicht lange allein. Denn bald trat jemand Besonderes in mein Leben. Ein Bigfoot! Ein Kobold und ein Ziegelstein mit einer teuflischen Einstellung. Chick, chick, chicka! Buttercup, lass sie weiter erzählen. Na gut. Ich begegnete nämlich Mie. Meinem Kuschelelefanten. Und Mie ist befreundet mit einem Ziegel, der eine teuflische Ein... Chick, chick, chicka! Mie war es egal, dass ich meine Kräfte nicht kontrollieren konnte. Los, hol das Stöckchen! Mie und ich waren die besten Freunde. Wir verbrachten viele Jahre zusammen auf der Insel und wir hatten so viel Spaß. Aber mit der Zeit musste ich immer öfter an zu Hause denken. Und an den Professor. Dad! Mit Mies Hilfe beschloss ich, nach Townsville zurückzukehren. Nur um mich zu vergewissern, dass es dem Professor gut geht.